Hallo Freunde der Sonne, ja, ich bin's wieder, der Nico aus Paraguay und ihr seht's, ich stehe vor einer Bananenstaude und die hat gerade eine Blüte da oben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig zeige, ich sehe es nämlich nicht, weil mir die Sonne wieder ins Gesicht scheint. Ja, das hat natürlich einen Grund, weshalb ich jetzt hier davor stehe. Und zwar hatte ich letztens in meinem WhatsApp-Status gezeigt, dass eine Bananenstaude abgeknickt ist, die gerade Bananen dran hatte. Und die Reaktionen darauf haben mir mal wieder ins Gedächtnis gerufen, dass sehr viele ja Bananen kennen, aber so den Lebenszyklus von so einer Banane nicht wirklich kennen. Und deshalb dachte ich mir, erzähle ich euch das mal. Tja, anders als in Deutschland wachsen Bananen hier nicht nur im Supermarkt und im Gemüseladen, sondern tatsächlich auch in freier Wildbahn. Wie ihr es hier hinten seht, das ist eine etwas kleinere Version der Banane. Also die wachsen nicht ganz so hoch wie die einige anderen. Gibt es auch in noch kleiner, habe ich schon gesehen. Und ja, ihr merkt schon, es gibt hier sehr viele unterschiedliche Bananen in freier Wildbahn. Allerdings stellt sich auch hier die alles entscheidende Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Also die Banane oder die Banane? Und ja, das möchte ich jetzt hier nicht großartig erörtern. Normalerweise fängt das Leben einer solchen Bananenstaude an mit einer kleinen Pflanze, die man irgendwo her hat. Meistens entweder von irgendeinem Nachbarn oder aus der Gärtnerei. Ich hatte es gerade schon erwähnt, die Banane ist eine Staudenpflanze und vermehrt sich selbst, aber da komme ich gleich noch zu. Das gehört nämlich zum faszinierenden Lebensrhythmus der Banane dazu. Und ja, also man fängt an mit einer kleinen Bananenpflanze, die möglichst auch ein paar Wurzeln hat. Und dann wird diese hier irgendwo in ein sonniges bis halbschattiges Plätzchen gepflanzt und ordentlich gewässert, und dann wächst die so nach und nach immer weiter in die Höhe und auch der Stamm wird immer breiter. Es ist so, dass immer wieder aus der Mitte heraus ein neues Blatt entsteht. Das ist anfangs zusammengewickelt, so dass es ein dünnes Röhrchen ist im Prinzip, und im Laufe des Wachstums wird das immer länger, immer größer, auch im Durchmesser, und irgendwann ist dann der Tag, wo sich die ganze Geschichte auseinanderblättert bzw. auseinanderrollt, und damit hat man dann ein neues Bananenblatt dran, was dann immer weiter wächst. Und je größer die Bananenpflanze wird, desto größer werden auch die einzelnen Blätter, und diese bleiben dann halt da dran, bis sie dann irgendwann einmal abknicken, weil sie zu schwer sind oder weil der Wind sich dreht oder einfach weil sie das entsprechende Alter haben, damit sie abknicken. Anfangs habe ich diese abgeknickten Blätter noch abgeschnitten und dann als Dünger und Mulch um die Pflanze verteilt. Das lasse ich jetzt inzwischen aber sein, weil ich festgestellt habe oder weil ich der Meinung bin, dass diese abgeknickten Blätter vielleicht eine gute Beschattung für den Pflanzenstamm sind, damit das Ganze nicht so der prallen Sonne ausgesetzt ist. Junge Bananenpflanzen, also frisch gesetzte Bananenpflanzen, wenn sie in der prallen Sonne stehen, hier im Sommer gerade, wenn sie frisch gesetzt wurden, empfehle ich so ein bisschen zu beschatten, weil das Ganze dann doch ja schwieriger wird für die Pflanze, sich zu entwickeln. Und wenn sie so ein bisschen Schatten hat, also mit so einem Schattennetz zum Beispiel, dann kommt die wesentlich besser, wesentlich schneller, und die Gefahr der Vertrocknung ist nicht ganz so groß. Nach einer gewissen Zeit, so ungefähr einem Dreiviertel oder einem Jahr, ist die Bananenpflanze normalerweise schön gewachsen und fängt an, Ausleger zu produzieren, also im Prinzip kleine Bananenpflanzen neben sich herauszuschießen. Und das könnte man dann zum Beispiel als Start für eine neue Bananenpflanze nutzen, indem man die ganz einfach absticht, wenn sie die entsprechende Höhe hat. Also ich sage mal so um die, ja, 40, 50, 60 Zentimeter Größe sollte sie haben, damit sie einfach schon ein paar Wurzeln hat und dann auch mit Sicherheit angeht. Wie viele Ableger so eine Pflanze setzt, das kann ich leider nicht genau sagen. Das ist völlig unterschiedlich. Also die erste Bananenpflanze, die hat, glaube ich, insgesamt 6 oder 8 Ableger gehabt.
Davon habe ich einige abgestochen und wieder eingepflanzt. 3 oder 4 habe ich jetzt noch unten stehen an der ersten Pflanze. Und ja, das ist halt wahrscheinlich abhängig erstens vom Standort, von der Versorgung, also Wasser und Nährstoffe, und natürlich auch wahrscheinlich von der Pflanzenart bzw. von der Bananenart bzw. Sorte. Es gibt hier in Paraguay, ich weiß nicht, über 100 unterschiedliche Bananensorten. Nein, ich habe sie nicht alle. Ich werde sie auch nicht alle haben. Ich habe hier einige unterschiedliche Sorten, einfach weil ich die Vielfalt mehr mag. Und dann schauen wir mal. Nachdem die Mutterpflanze dann Ableger produziert hat, wird es irgendwann nach ungefähr einem Jahr passieren, dass sich kein neues Blatt mehr bildet, sondern da in der Mitte, wo sich die neuen Blätter bilden, kommt auf einmal so ein etwas dickerer Knubbel raus. Der ist dann leicht rötlich-violett eingefärbt und innerhalb von 3-4 Tagen entwickelt sich daraus die doch imposante Blüte, finde ich. Und diese Blüte ist dann halt Grundlage für die Bananenstaude, das, was wir dann als Frucht zu uns nehmen und eigentlich haben möchten. Dieser Vorgang ist faszinierend in meinen Augen. Dieser Knubbel besteht im Prinzip aus sehr vielen übereinander liegenden Blütenblättern und diese heben sich mit der Zeit dann an, einzeln. Und unter diesen Blütenblättern sind dann die Blüten, die dann natürlich auch entsprechend befruchtet werden müssen. Ich habe Glück hier, ich habe einen relativ großen Wildbienenbestand hier und die machen sich darüber her und die sind da echt froh drüber, dass sie da was zu futtern kriegen. Ich bin froh drüber, dass sie mir meine Bananen so schön bestäuben. Und ja, es ist immer eine Reihe im Prinzip mit Blüten, die dann, wenn sie bestäubt sind, später die Bananen ausbilden. Das Ganze wächst über einen relativ langen Zeitraum. Es ist immer eine Reihe mit Blütenblättern, unter denen sich diese Blüten befinden, also noch ein bisschen geschützt sind vor Sonne und Regen. Und ja, wenn diese Reihe an Blüten, Stängeln, Blüten, ich weiß nicht, wie es heißt, keine Ahnung, ausgebildet ist und möglichst auch befruchtet ist, fällt das Blütenblatt, was da drüber ist, einfach ab. Und die Bananenblüten, die befruchteten, fangen an zu wachsen und im Prinzip die Bananen auszubilden. Ja, jetzt glaube ich, kann man schon von der Frucht sprechen und diese werden immer größer und fangen an, sich nach oben zu biegen. Anfangs sind sie ja so um die Blüte herumgebogen und wenn sie dann befruchtet sind und wachsen, fangen sie an, sich nach oben zu biegen, so dass die Banane im Prinzip vom Stamm nach oben hin wegsteht und Platz macht für die darunterliegenden noch geschlossenen Blütenblätter und darunterliegenden Blütenstängel. Keine Ahnung, wie es heißt, schlagt mich. Tja, das geht immer so weiter und dieser Vorgang dauert einige Zeit, einige Wochen und immer weiter wächst diese Blüte auch weiter nach unten, so dass halt auch der Abstand zwischen den einzelnen Bananenreihen immer weiter wächst und das Ganze kann dann durchaus locker 1,5 Meter, vielleicht auch 2 Meter lang werden, je nachdem wie groß die Pflanze ist und wahrscheinlich auch wieder abhängig von der Sorte. Ja, und das war es im Prinzip schon fast. Das Ganze muss dann wachsen und reifen. Und das dauert ungefähr so 2,5 bis 3 Monate. Und dann ist normalerweise die Staude soweit ausgereift, dass man sie ernten kann. Dazu wird sie einfach am Stängel abgeschnitten und dann möglichst irgendwo dunkel und kühl hingehangen. Gut, kühl ist hier momentan ein Problem, weil tagsüber haben wir locker 35 Grad. Nachts haben wir dann ja bis zu 25 Grad oder 24 Grad. Da ist nicht wirklich viel mit dem kühlen Plätzchen, aber dunkel sollte es, glaube ich, schon sein, damit die noch ein bisschen nachreifen kann. Und das Ganze kann dann nach und nach abgeerntet werden und verzehrt werden. Es ist nicht unüblich, weil das Ganze ja doch relativ schwer ist, dass diese Bananenpflanzen dann auch einfach abknicken.
Das habe ich schon öfters gesehen und bei mir selber ist das ja auch passiert. Gut, es lag daran, dass die Bananenstaude, also der Bananenstamm, relativ schief gewachsen ist. Also er hat sich zur Sonne geneigt und auch mit dem Wind hingeneigt. Außerdem steht diese Pflanze relativ nah am Zaun, wo dann die Kühe sind. Und die Kühe mögen auch die Blätter. Also es kann auch sein, dass dann die Kühe so ein bisschen nachgeholfen haben, dass die einfach abknickt. Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich es schon mehrfach gesehen, dass diese Bananenpflanzen dann einfach abknicken. Und das ist auch nicht großartig dramatisch, weil nachdem die Bananenstaude, also der Bananenstamm, seine Frucht ausgebildet hat und diese dann reif geworden ist, egal ob man sie erntet oder nicht, dieser Stamm stirbt dann einfach ab. Man kann ihn natürlich vorher entfernen, was ich auch mache und was ich auch empfehle, einfach weil dann die anderen Stämme, die dann dort noch stehen, mehr Platz haben, mehr Licht bekommen und auch dieser Stamm, der alte Stamm, nicht weiter mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden muss. Deshalb empfiehlt es sich tatsächlich, diesen Stamm dann auch nach der Frucht zu entfernen. Und der hat seine Schuldigkeit getan und bietet dann nur noch guten Kompost, besteht aus sehr vielen Prozent, ich würde mal behaupten, so um die wahrscheinlich 90% nur aus Wasser und ansonsten nicht wirklich viel, ein paar Zellen, die dann das Ganze halten. Und von daher, ja, guter Kompost auf jeden Fall. Oder aber auch sehr gut geeignet, um einen Kompost oder Beete einzufassen, hat meine Vermieterin immer gerne gemacht, das so als Beeteinfassung zu nutzen. Und ja, dann beginnt im Prinzip der Kreislauf der Banane neu. Es sind ja noch aus der vorigen Pflanze noch Ableger da, die dann auch wieder die nächste Blüte austreiben, die wieder die nächste Frucht austreiben und immer wieder kommen neue Bananenpflanzen unten raus, also Babys, Ableger und ja, die, das ist im Prinzip immer ein Kreislauf und somit muss man da nicht großartig traurig sein, wenn so eine Pflanze abknickt. Klar, wenn die Früchte noch nicht ganz reif sind, ist es ärgerlich. Und man muss hoffen, dass man sie so noch nachgereift kriegt, auch wenn sie dann nicht mehr an der Pflanze hängen. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte hinter dem Kreislauf der Banane bzw. dem Lebenszyklus der Banane, der Bananenstaude, Pflanze und der Frucht. Und ja, was wollte ich? Ach, eins wollte ich noch sagen. Wahrscheinlich fragt ihr euch, was die Bananen hier im Laden kosten, wenn ich keine eigenen habe, wenn ich mir die kaufen möchte. In den Supermärkten kann ich jetzt nicht genau sagen, da werden sie kiloweise verkauft, aber sie sind in meinen Augen relativ teuer. In den kleineren Läden und auch auf den Märkten werden sie meistens im Dutzend verkauft, also immer 12 Bananen werden verkauft und haben ihren Preis im Moment so zwischen 5 und 8.000 Guarani, also irgendwo zwischen 60 Cent und 1,20 Euro für das Dutzend Bananen. Und ein Dutzend Bananen sind so ungefähr 1,5-2 Kilo, vielleicht auch 2,5, je nachdem wie groß sie sind. Und ja, das ist in meinen Augen irgendwo doch ein Preis, der durchaus bezahlbar ist. Im Winter sind sie ein bisschen teurer, weil da gibt es nicht so viele davon. Da machen die eigentlich eine Pause, weil es zu kalt wird. Und ja, im Sommer ist dann Hochsaison, da kosten sie dann halt wirklich so um die 5000 Guarani das Kilo. Und ja, und dann hält sich natürlich auch noch der Aberglaube oder das Gerücht, dass die Bananen hier in Paraguay wesentlich leckerer sind als das, was ihr in Europa zu kaufen bekommt. Das kann ich so allerdings sehr bestätigen. Einfach aus dem Grund, hier sind sie sonnengereift und die Bananen für Europa, die werden ja grün, also unreif geerntet, dann gekühlt, verschifft und dann künstlich nachgereift. Und da fehlt einfach die Sonnenenergie, um die in den Bananen enthaltene Stärke
richtig schön gut in Zucker und dem entsprechenden Aroma umzuwandeln. Und das kann natürlich so nicht richtig funktionieren. Natürliche Reife ist bei allen Früchten eigentlich immer das Beste, gerade wenn es solche sonnenliebenden Früchte sind wie Bananen. Ja, ich glaube, das war alles, was ich so dazu sagen wollte. Ich weiß, mir fehlen die ganzen Fachbegriffe, aber ich bin halt kein Botaniker, kein Biologe und von daher ist halt so. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch so wie immer mein Schlussplädoyer und ich sage dann wie immer vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und wie immer tschüss aus Paraguay, euer Nico. Ciao, ciao. Hallo Freunde der Sonne. Ja, ich bin's wieder, der Nico, bei bestem Sonnenschein. Morgens um 9 Uhr machen meine Hunde mal wieder Alarm. Was ist denn los? Okay. Ach, ihr seid doof. Hallo Freunde der Sonne. Ja, ich bin's wieder, der Nico aus Paraguay und... Warum nicht mit der Sonne? So sieht es doch viel schöner aus, bestimmt. Oder? Er hat zum Beispiel aus der Gärtnerei oder von einem Nachbarn oder von einer anderen Banane, oder so. Vielen Dank für das Interesse. Ich habe die Hoffnung, dann bleibt